Hey Marcel Wildhaber, zuerst herzliche Gratulation zum zweiten Sieg in Eschenbach. Eine Frage, was ist dir in den Kopf durchgegangen, als du gehört hast, die letzte Runde, der Vorsprung schrumpft und schrumpft? Ja, ich habe einfach immer noch alles gegeben. Ich habe wirklich die letzten drei Runden habe ich gemerkt, dass die Beine langsam leer werden und nicht mehr gleich viel Power wie vorher. Und ja, dann habe ich einfach müssen leiden natürlich und irgendwie möglichst sauber fahren. Das Schlimmste war, wenn ich noch gestürzt wäre oder so. Was haben wir fast den letzten Abfahrt gesehen? Hat er dich wirklich auf Sicherheit gefahren? Ja, ich bin der Aufstieg, bin ich nochmal wirklich, habe nochmal alles rausgelassen und nachher ist es halt wirklich brutal, wenn du in die Abfahrt reinkommst. Und dann hast du halt schon im Hinterkopf, jetzt darf ich nicht mehr stürzen und so. Und oben haben sie mir gerufen 20 Sekunden und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie gut runter, nicht stürzen, dann sitzt es lange. Und, ja. Hand aufs Herz, hättest du das eingelebt und jetzt bist du wieder Führer vom EKZ CrossTOUR, oder? Ah ja, ja, vielleicht, oder? Ja, ja, glaubt habe ich. Nein, im Vorfeld eben, ich habe mich gar nicht probiert, oder gar nicht probiert zu fest rechnen oder irgendetwas studieren, sondern einfach aufs Rennen konzentrieren. Und ich habe schon gewusst, dass, wenn alles gut geht, kann ich vielleicht gewinnen. Aber ja, jetzt ist es halt so gekommen, dass ich schon recht früh allein weg bin. Und dann ist es schon noch hart geworden, um allein so zu fahren. Also genießen wir den Moment und Gratulation, gute Erholung und danke. Bis Meilen. Merci, ja.
kommen jetzt. Wer hat es geschafft, jetzt in der... War das die Vorentscheidung? Meißen rutscht weg. Ein, zweimal, noch einmal. Definitiv keine gute Passage von Meißen hier beim letzten... Ja, kann man so sagen.